Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei verschiedenen Steuerelementen, Control Elements auf Englisch. Wir haben unser Fenster gemacht, das letzte Mal haben wir einen Knopf gemacht, wenn wir drauf gedrückt haben, ist halt irgendwas passiert, haben wir uns angesehen. Heute wollen wir uns zwei andere Steuerelemente ansehen, nämlich einerseits das Steuerelement Textbox, da können wir in einen Text eingeben, und andererseits das Steuerelement Label. Ja, das ist einfach ein Text, der irgendwo steht. Ja, ein Pickel, ein Label. Ja. Gut, schauen wir uns das an. Was ich nämlich machen möchte, ist, dass ich in dem Textfeld einen Text eingeben kann. Okay? Und wenn ich am Knopf drücke, steht am Label genau der Text. Ja, schauen wir uns ja an. Sehr, sehr einfach, aber immerhin, man sieht dort was dabei. Das ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Da ist der Knopf, ja, den ziehe ich jetzt hier nach oben, ja, und den benenne ich jetzt anders, sondern den benenne ich, das schreibe ich drauf, nicht benennen, schreibe ich drauf, übernehmen. Ja, übernehmen. Übernehme. Übernehmen. Ah, ist nicht groß genug. Übernehmen. Gut, machen wir es halt größer. Ne? Übernehmen. Gut, und was, jetzt nenne ich nicht mein Knopf, sondern Knopfübernahme. Da muss man aufpassen, da darf man keine Umlaute verwenden, weil ich da Übernahme nehme. Nehme das sogar. Kann ich das starten? Wirklich, oder? Da schaut der Heinz. Ja. Ich vermeide es, Übernahme. Ja. Über den Knopf, Übernahme. Wir sehen, ich habe den Knopf umgetauft und es geht trotzdem. Wenn wir jetzt nämlich da reinschauen, ja, da gibt es noch immer mein Knopfklick. Ah, deswegen wahrscheinlich. Ja. Mein Knopfklick. Übernahme. Ereignisse. Mein Knopfklick. Ja. Okay. Deswegen hat das wahrscheinlich funktioniert. Oh, ist er weg? Ja, na. Passt, mein Knopfklick. Jetzt möchte ich das umbenennen. Ich möchte, dass das auch heißt, dass ich mich auskenne, nicht mein Knopfklick, sondern Knopfübernahmeklick. Ja, das heißt, ich schreibe das da warum. Keine nix. Knopfübernahme. Ja. Klick. Und da stellen wir ein bei den Ereignissen. Aha. Achso, das muss ich wahrscheinlich vorher speichern. Alles speichern. Ja. Übernahme. Mein Knopfklick, Blödsinn. Habe ich schon Knopfübernahme. Was ist, wenn ich das starte? Wird sich wahrscheinlich aufregen. Ja? Ja, weil er sagt, mein Knopfklick erreicht er nicht. Ja? So. Gelöscht. Draufdruck nochmal. Passt. Ja? Jetzt funktioniert das wahrscheinlich genauso wie vorher. Nein. Ein Fehler. Wo ist die Fehlerliste? Ah, da muss ich das auch noch umändern. Das ist in dem Designer. Ja, das. Jetzt habe ich alles gerade gezogen. Jetzt geht es ja schon. Übernehmen, gedrückt. Passt. Passt, wunderbar. Sind wir soweit. Ja, jetzt haben wir da einen Knopf. Jetzt haben wir den Knopf umgenannt. Das ist schon ein bisschen ein Theater. Das heißt, man sollte sich am Anfang schon genauer überlegen, was man macht. Ja, da ist der Knopf. Und jetzt mache ich einen Textbox da rein, da ist Textbox, die stelle ich hier hin, ja, und die nenne ich gleich gescheit, dass mir das nicht wieder passiert. Wo ist, da muss ich auf die Eigenschaften gehen, Name, da sage ich Textbox Eingabe. Das ist gut, Textbox Eingabe, ja. Text brauche ich noch keinen einschreiben, so schaut das aus schon. Machen wir es vielleicht ein bisschen größer, dass wir mehr eingeben können. Da schön ausgerichtet, da hilft uns
Visual Studio dabei. Schön. Ja. Und jetzt machen wir noch ein Label dazu. Ja. Das geben wir ebenfalls da hinten hin. Das machen wir auch so, dass das auf der gleichen Höhe ist. Ja. Und das nenne ich nicht Label, das nenne ich Ausgabe. Label-Ausgabe. Ja. Und was ich jetzt machen möchte, wenn ich auf den Knopf drücke, soll jetzt nicht der Text vom Knopf geändert werden, sondern der Text von hier nach hier übernommen werden. Da gehen wir hin. Das heißt, das können wir mal löschen. Ja. Sondern das haben wir jetzt Label-Ausgabe. Heute habe ich verschrieben, Ausgabe. Das repariere ich gleich. Und reinschreiben tue ich auch nicht Label 1, sondern schreibe Ausgabe des Text hinein. Genau. Kurz mal gut. Ja. Also Label, fangen wir da an. Knopf, Übernahme, Klick. Label, Ausgabe, Punkt, Text natürlich ist die Eigenschaft, die ich verändern will. Und die soll das gleiche sein wie Textbox Eingabe, Punkt, Text. Passt. Jetzt sind wir schon fertig. Ja. Schauen wir, was wirklich stimmt. Da schreibe ich jetzt Hallo, übernehmen, Hallo. Zack, gell? Super, super. Und jetzt schaue ich, ob das funktioniert mit der Fenstergröße ändern. Ui, schau, jetzt fährt man meinen Knopf fährt man durch die Gegend. Warum? Weil der Knopf ja noch immer unten und rechts gebunden ist, das heißt, der Abstand ist gleich. Das werde ich schon noch ändern, weil das schaut ein bisschen witzig aus, muss ich sagen. Da haben wir irgendwo dieses Anchors gehabt, bottom right, das war ein Blödsinn. Jetzt machen wir das wieder links oben. Ja, geht schon. Ein gültiger Eingabewert. Abspielen, Größe ändern. Rechts unten ist das noch immer rechts unten. Wieso ist das denn? Wieso ist das denn? Knopf Übernahme. Anchor, Top Left. Ja. Erstellen, Projektmappe neu erstellen. Starten. Aha. Form. Ich habe in Form geändert, oder nicht? Anchor, Top Left. Stimmt schon. Bottom. Top. Drücken wir Enter. Starten das neu. Sie sehen mich erstaunt. Ja. Erstellen. Projektmappe neu erstellen. Eins erfolgreich. Verschieben wir den Knopf ein bisschen. Geht's jetzt? Nein. Das ist aber interessant. Das ist aber interessant, muss ich schon sagen. Sehen Sie es einmal nur auf Top. Das hat er übernommen. Da dürfte noch irgendwo. Muss man aufpassen, gell? Top. Was könnte das für Nachteile haben, weil ich hier. Jetzt funktioniert es aber. Muss man aufpassen. Muss man ein bisschen herumtun und dann. Irgendwann funktioniert es. Also, es führt am Ausprobieren anscheinend nichts vorbei. Ja, gut. Ja, super. Jetzt geht's. Aufzeichnen. Super, jetzt geht's.
Jetzt geht's. Jetzt geht's natürlich. Ja. Aber wir sehen, mit diesen beiden Steuerelementen, mit der Textbox und mit dem Label, ist eigentlich relativ einfach. Gell? Und die Steuerelemente haben auch wieder, kann man, was ist, wenn man draufklickt und so weiter. Was ich das nächste Mal herzeigen möchte, ist andere Steuerelemente, nämlich die Checkboxen. Ja? Wenn man so eine Checkbox machen, dass das bei der Übernahme zum Beispiel alles in Großbuchstaben oder alles in Kleinbuchstaben, dass das einfach verändert wird, dass das nicht einfach sofort übernommen wird, sondern dass man praktisch einstellen kann, wie man das übernehmen will. Ja, also nächstes Mal Checkbox. Dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.